Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir, Nach allem, was passiert ist, vielleicht ist Soma doch verflucht und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich wir zu lassen, werden jetzt mal zu brechen. Das würde uns Unglück bringen. Ich möchte jetzt mal aufhören zu quatschen, ich möchte gerne meinen Anmord machen. Also, um rauszufinden, wer der Verräter ist, müssen wir jetzt mit allen dreien mal ein bisschen abhängen und ein bisschen Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Mission mit denen machen. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Schier unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Dann also brennen wir ihre Häuser nieder. Genau. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Sie steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein. Nackt, in den Fans. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Mhm. Und die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Was hältst du von den anderen? Von Leaf und Birna? Leaf ist ein begabter Seemann, wenn auch etwas stürmisch. Und Birna, nun... Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiegmunds Ratten! Los geht's! Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der alte Zweig. Los geht's, das wird lustig. Einfach mal ein paar Dörfer abfackeln. Das findet dem komische Brücke. Ich bin dir ehrlich dankbar. Das freut mich. Dann geh. Geh mit Gott, mein Freund. Was ist das für eine seltsame Brücke? Wer baut denn so eine Brücke? Jedes Haus muss brennen. Das haben sie davon, dass sie halten, Soma Grantabrück zu stehlen. Dass sie Aldermann Wigmunds Stiefel geleckt haben. Oh, da will einer Alarm schlagen. Das können wir nicht. Nein, das machst du nicht. Leider mein Wigmund ihre Köpfe. Tschüss. Au. Dieses Ausweichen manchmal. Da. Gibt's Schaschlik.
Wir schaffen das. Diese Stamina-Scheiße, das ist nervig. Spürst du meinen Pfeil in deinem Gesicht? Junge, was liegst du schon wieder am Boden? Rennt das jetzt ja eigentlich schon, oder nee? Sollen wir das denn nicht hier anzünden? Ah, jetzt brennt's. Okay. Komm her! Verteilt euch! Wir schaffen das! Glaube nicht. Weil Vorteil ist, wenn ich sterbe, kann ich neu spawnen. Also werdet ihr das niemals schaffen. So, ich bin hier ein bisschen lost, merke ich gerade. Warum liegt denn da schon wieder einer? Junge, warum liegt ihr denn ständig am Boden? Oh, deshalb. Tschüss. So, stehst jetzt mal auf. Danke. Mann, hier geht's ab. Zünden wir mal da das Haus an. War's das jetzt? Hallo? Na komm, dann zünden wir das an. Irgendwas wird schon brennen. Alter! Warum brennt das denn nicht? Ah doch, das brennt. Okay, cool. Was geht mit dir ab hier? Bist du gefallen? Naja, ich helfe dir mal wieder hoch. Danke, Eivor. Ich glaube, das ist das letzte Haus hier. Ah, der Geruch brennender Reetdächer und glimmender Torffeuer. Ich helfe euch mal kurz. Das hat sich gelohnt. Das kann Wigmund nicht entgangen sein. Du hast gestampft und gewütet wie der feurige Surt selbst, der durch die Flammen von Muspelsheim schreitet. Gesundheit. Wir sehen uns zu Hause, Dränger. Cool. Quest abgeschlossen. So, jetzt müssen wir mal die nächste Quest... Also wir müssen jetzt mit allen drei jeweils eine Quest machen. Genau. Ist die nächste? Wo ist sie?
Hallo, du. Suchst du etwas? Vielleicht kann ich helfen. Es ist das bisschen Silber wert. Versprochen. Ja, alles klar. Genau. Ich zeige dir mal etwas. Auf deiner Karte. Danke. Okay, da ist legendäre Ausrüstung. Ja, machen wir aber noch nicht jetzt. Easy Leder. Ja, wir müssen mit allen drei jeweils eine Mission machen und da ist wieder ein Fragezeichen. Das ist alles. Suche mich später wieder auf. Hä? Bist du verwirrt? Hallo. Oh nein. Einfacher erkannt. Also die sind. Ja, okay. Lass mal raus. Oh, ich hol mir mal die Rüstung hier. Die Haare wachsen und die Nägel auch. Selbst wenn die Leiche schon kalt ist. Ich habe es selbst gesehen. Das ist Unsinn. Also glaubst du, dass in einem Toten immer noch ein bisschen Leben steckt? Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Okay. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Uba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht, doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Unglücklich verliebt. Was hältst du von Somas anderen Kriegern? Galen und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Okay. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden, aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Okay. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Aber nicht zu nah, sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Du würdest deine Ellenbogen verlieren, ehe man die Beulen sehen kann. Ich wollte schon sagen, hat er mit. Geht aber aus dem Weg, Mädel. Versuche hier einen Krieg zu führen. Danke. Nervig.
Ernsthaft, dass wir da nicht drüber kommen? Ich hab keinen Pfeil mehr. Christus wird uns beistehen. Boom. Nix wird Christus. Spoiler, den gibt's gar nicht. Na komm, wir gehen mal in den Haupteingang rein. Kleine Treffer zur Wirkung. Ja, aber große Treffer sind effektiver. Ohne Arme keine Kekse. Oh, hi. Du weißt schon, dass ihr Gott ihnen so etwas verbietet. Tatsächlich. Das erklärt einiges. Irgendwo muss ja jeder Eingang sein. Und am Essen? Das ist immer gut. Warte mal. Ich laufe doch hier im Kreis, oder? Also es ist eine gute Festung, wenn ich nicht reinkomme. Keine Pfeile. Du gehörst Odin. Aber wie kommen wir denn jetzt da rein in diese Scheißbude? Kann ja wohl nicht sein, dass wir nicht über diesen kleinen Popelzaun hier drüber klettern können. Völlige Verarschung. Das ist doch völlige Verarschung. Irgendwo muss es da ja einen Eingang geben. Oh, hi. Ach, da liegen schon wieder Leute von da rum. Oh, Mann. Lass mich raten, hier komme ich auch nicht rein. Doch, hier komme ich rein. Moment, hier war ich doch schon drin. Das ist ja nur der innere Kreis, der äußere Kreis. Stimmt, hier war ich doch. Danke. Der Schnee trägt Geräusche fort. Das habe ich früh geübt. Ich habe es geübt, indem ich mich so oft es ging durch Schlafzimmerfenster geschlichen habe. Das Kind ab. Wie komme ich denn in diese scheiß Bude rein? Aua. Könnt ihr das mal aufhören da oben? Na toll. Aber irgendwie muss ich doch da reinkommen. Kann doch nicht sein. Nee. Du wirst du meine Nase lassen.
Schon aus! Kann nicht sein. Nee, ernsthaft jetzt, das kann doch nicht sein. Wie sind denn meine Leute da hochgekommen? Ach, warte mal, über den Turm? Ah! Warum sagt ihr mir das nicht gleich? Das kann doch nicht der normale Eingang sein. Ja, schwachsinnig. Das sind gar nicht meine Leute. Sind ja gar nicht meine Leute, das sind ja die Gegner, die da markiert sind. Komm mal her. Allen Heiligen, stirb! So. Ich höre da drin etwas. Sehr, sehr laut. Das funktioniert nicht. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Wir kümmern uns ja mal gleich drum. Ich glaube, wir haben sie alle, oder? Das waren alle. Ach, diese Stille nach dem Gemetzel. Schade nur, dass es so stinken muss. Also, findet den Schlüssel. Schlüssel, 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 Schlüssel. Jägerrüstung. Trotzdem brauchen wir noch den Schlüssel. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Ist das deine Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Drenger. Wir sehen uns in Granterbrück. Super. Flieg, Freundin. Aber wo sollte der Schlüssel hier sein? Das wird ja hier angezeigt werden. Sie wurde wohl verriegelt. Ach, ist mir jetzt egal. Wo ist die letzte? Wahrscheinlich eh nur wieder irgendein Material oder so. Wir müssen uns dann irgendwann mal den Wolf holen. Das sieht so gut aus hier, die Landschaft. Okay, machen wir die dritte Mission noch. Hier lauert toll verfluchtes Verderben. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er doch. Dieser Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm.
Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du hier durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nicht. Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Wie kann ich dir helfen? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrum nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Genau. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Ab an die Arbeit. Richtig, richtig. Genau. Wiegmunds Bursche verdient. Ran an die Arbeit. Genau. So. Geht's weiter? Da. Wir beide werden den Priester suchen. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Das gefällt mir schon viel besser. Nicht immer dieses Herumgeschleppt. Wo ist er denn? Das hat's echt gebracht. Ich hab doch gedrückt. Warum weiche ich nicht aus? Steh auf! Wir müssen auf jeden Fall erstmal den. Weißt du mal warum? Wo könnte der Priester sein? Vielleicht in der Kirche? Wir halten uns mal nicht hier unten mit dem Fußvolk auf. Wiegmunds Priester ist in der Kirche. Achso, das ist meiner. Au. Oh, hi. Halt. Wollte eigentlich was anderes machen. Aua. Okay, wenn du das nicht willst, dann mache ich es eben nicht. Sieh mal einer an. Für die Sachsen mag ich ein Heide sein, aber diese Kirche ist wirklich schön. Ich erkenne die Handwerkskunst, wenn ich sie sehe.
Wollte schon sagen. Mal schön daneben geschossen. Ja, das kann er ruhig. Was liegst du denn schon wieder da im Boden rum? Steh auf. Oh, da oben ist er noch einer. So macht man das. So und nicht anders, mein Freund. Oh, warte mal, erstmal. Wachen! Hilfe! Hilfe! Wigmund, hätte. Was ist das schon? Das war's schon? Okay. Liegt ja schon wieder am Boden. Was ist denn los mit ihm? Ihr solltet immer noch. So, sind wir fertig hier, oder? Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Na, ganze Dorf brennt. Ja, dann raus hier. Ich war's nicht. Das hat schon gebrannt, als ich hierher gekommen bin. Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Hallo? Wir hier bin ich. In Grantabrück. So, Quest abgeschlossen, unheiliger Vater. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück und machen aber vorher Feierabend und dann gucken wir mal, dass wir nächste Woche den Verräter rausfinden. Kann ich dann da per Schnellreise hin? Ja. Kann nicht direkt danach zur Schnellreise oder was? Ah, mal steigen. Also, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao!